Hallo und freundlichen guten Tag zu einer neuen Reihe hier bei Potsdam TV. Wir stellen ihm demnächst Potsdamer Macher vor, also Leute, die in Potsdam leben, die in Potsdam arbeiten, die vielleicht auch Potsdam lieben. Das finde ich jetzt raus zu Beginn hier, ja nicht in der Villa Wunderkind, aber die ist auch in Potsdam. Aber zur Villa Wunderkind gehört natürlich Wolfgang Job und bei dem bin ich jetzt in seinem neuen Laden zu Gast. Hallo, schön, dass wir da sein dürfen. Herzlich willkommen. Ja, hier ein neuer Laden an der Friedrich-Ebert-Straße. Sie sind ja sowieso Potsdamer, in Potsdam geboren. Ist dieser Laden jetzt hier so eine endgültige Rückkehr nach Potsdam? Also wirklich sagen, ich wohne in Potsdam, ich bin da geboren, jetzt mache ich auch wieder einen Laden in Potsdam? Naja, wieder einen Laden wäre jetzt nicht so unbedingt der Satz, mit dem ich mich hier vorstellen würde. Ich bin ja kein Einzelhändler, ich bin kein Ladenbesitzer in dem Sinne, sondern wir haben hier eine wunderbare Location gefunden von der wunderbaren Frau Schwarz, der dieses Perseus-Haus gehört. Das ist praktisch die Remise, in dem wir hier eine Art des Atelieratmosphäre vorfinden konnten. Und ich habe hier die Einzelstücke, die ganz besonders erarbeiteten Stücke, die hier in Potsdam entstanden sind, hier ausgestellt, auch zum Verkauf angeboten, weil ich finde, ein Museumsbesuch ist immer so langweilig, weil kein Preisschild an den Gemälden steht. Ne? Nun ist es ja in der Tat kein Laden. Es heißt, wenn man draußen vorbeiläuft, steht da Wunderkind-Archiv. Archiv hört sich für mich so ein bisschen tot an. Ja. Hört sich so ein bisschen an nach abgeschlossenem Werk. Ja. Die Sachen sind aber trotzdem alle zum Verkaufen. Ja, ja, sind alle zum Verkaufen, weil es sich ja jede Saison, und das bedeutet Sommer und Winter, und mittlerweile gibt es sogar immer zwei Kollektionen pro Saison, eine Vorkollektion, eine Hauptkollektion, die wir hier in Potsdam am Heiligen See mit meinem Team erarbeiten. Jeder Stoff ist entwickelt, jeder Print ist entwickelt. Die Schnitte dauern manchmal Wochen, bis sie so aussehen wie die Skizze oder wie meine Vision es war. Das ist ja Haute Couture, nicht im Sinne der hohen Schneiderkunst, sondern es ist eigentlich eine skulpturelle Kunst. Und wie gesagt, ich kann die ja nicht alle aufheben. Es ist aber trotzdem eine Art Archiv, weil es durch die Zeiten geht. Hier hängen Sommer- und Wintersachen. Hier hängen Sachen, die vielleicht nur ein einziges Mal an einem Supermodel in Paris getragen wurden. Ja, in meiner Bekanntschaft habe ich ja nur nicht so viele Supermodels hier täglich vor Ort, dass ich denen das alles schenken könnte, wie es die großen Couturiers tun. Da ist die beste Reklame, dass schöne Mädchen mit den Sachen oder schöne Männer mit den Klamotten durch die Gegend laufen und sagen, guck mal hier. Ich hatte dieses Bedürfnis nie. Ich hatte mich nie so mit A und B und C Prominenz abgegeben. Ich gehe auch ehrlich gesagt nicht in Berlin auf die Moden schauen. Man sieht mich da nie, obwohl das viele, viele bedauern. Meine Großmutter hat immer gesagt, Berlin ist 30 Kilometer von Potsdam entfernt. Was bedeutet, hier ist irgendwo ein anderer Geist zu Hause. Das ist nicht großstädtisch, aber auch nicht provinziell, sondern es ist hier weltstädtisch. Etwas ganz anderes. Ich bin zurückgekommen 2003 aus New York, habe hier 13 Jahre gelebt. War eigentlich ein Teil dieses kosmopolitischen Gedankens, der in New York bis zum Twin Tower Fall herrschte. Aber hier wollte ich was Ähnliches hertransportieren, denn ich war sehr gespannt und sehr erstaunt, als ich kam, wie Potsdam sich verändert hatte. Und in New York lebend fiel mir auf einmal auf, dass man anfing, wenn man ganz avantgardistisch sich ausdrücken wollte, ganz hip sprach man Deutsch, was man gar nicht vermutet hat. Man wechselte zum Beispiel von super zu über, it's an Übermodel. Ja. Und man sagte, it's a Wunderkind Actress, nicht a Prodigy Child Actress. Sie haben gerade das Stichwort Beruf gesagt. Ich habe Sie irgendwann mal erlebt, da haben Sie ein Auto bemalt, bei Citroën war es, glaube ich, für irgendeine Charity. Mhm. Vor kurzem haben wir uns bei den Duftstars gesehen, da haben Sie einen Preis für Duft bekommen. Sie waren schon Schauspieler. Suck My Dick hieß der Film. Nein, nicht nur der. Ich habe auch an den kann ich mich gerade noch erinnern. Ja. Sie sind Modemacher, warum. Sie sind Grafiker. Was ist Ihr Beruf? Sind Sie einfach ein Wunderkind? Ja, vielleicht. Und mit all den positiven und negativen Besetzungen, die dieses Wort beinhaltet, als ich den Begriff Wunderkind, wie gesagt, aus der amerikanischen Sprache entdeckte und mitnahm, heimlich im Gepäck. Und als ich nach Potsdam zog, wollte ich unter diesem Begriff etwas machen.
Ich habe das dann vorsichtig und geschäftsmännisch, wie ich auch bin, das ist der andere Teil, der nicht nur Flöte spielt, sondern auch mit dem Säbel rasselt, habe ich das prüfen lassen von Marketing-Experten und man hatte mir abgeraten. Ein Wunderkind ist ein Kind, was etwas besonders gut kann und das andere alles nicht. Man spielt mit dem Kind nicht, vielleicht trägt es auch eine Brille, aber es sitzt an einer unglaublichen mathematischen Lösung oder es spielt eben so wunderbar Klavier. Gut, an Mozart kann man sich heute noch erinnern. Ja, aber heute glaube ich, dass das Elitäre, was ein Schimpfwort war zu meiner Jugend, oh, das ist elitär oder der ist Elite. Ich glaube, ohne das Elitärsein, ohne zu versuchen, wenigstens in einem Teil eine Perfektion zu erlangen, kann man sich international mit einer globalisierten Welt nicht mehr messen und nicht mehr darstellen. Wie sehen Sie denn so Dinge wie Projekt Runway, heißt es in den USA, bei uns sucht man ein Supermodel? Ja, also ich hatte bis jetzt immer das Gefühl, oh Gott, hoffentlich käme nicht einer meiner Töchter auf die Idee, aber da in die Jury zu gehen oder was? Ja, auf den Runway zu gehen. Ich glaube, aus der Gefahrenzone sind sie raus. Aber wenn ich hier zum Sport gehe, das tue ich so zweimal die Woche am Bahnhof, Fitness First. Ich mache jetzt mal ganz massiv Reklame, weil eine Freundin von mir ist dort Managerin. Da schieben sich schon junge Gesichter vor mein Gesicht. Du, ich bin jetzt 14, kann ich nicht Supermodel werden? Was kriegen denn? Ja? Also, mit dem Beruf scheint man sehr vertraut zu aber sein. Aber Sie wissen schon, was ich meine. Ich meine das Fernsehformat. Also. Ja, natürlich. Man scheint mit dem Beruf sehr vertraut zu sein. Ich wundere mich, dass man sich dort freiwillig so demütigen lässt, wie man es in der Schule nicht zulassen würde. Ja. Da müsste aber Papa und Mama kommen, wenn mich einer so anschnauzen würde. Aber vielleicht ist es eben ein Trend, der Sinn macht heutzutage in unserer Welt. Das bedeutet eben Elite sein, ganz schnell einmal raus aus der Masse, einmal eine Chance kriegen, die man vorher nicht hatte. Und man weiß natürlich auch, wenn man ästhetischen Maßstäben genügen will oder Anforderungen, heißt das Disziplin halten, das Richtige fressen oder am besten nicht so viel davon. Und Sport treiben, vor allen Dingen gesund leben, Haltung zeigen. Gibt es etwas, wir haben ja vorhin aufgezählt, was Sie alles schon gemacht haben, gibt es etwas, wovon Sie noch träumen oder wo Sie sagen, das muss ich noch machen? Ja, ich habe damit ja heimlich schon wieder begonnen. Ich hatte vor 2 Jahren eine Aufforderung, auf der Biennale in Venedig auszustellen, und zwar die nicht textilen Arbeiten, sondern Arbeiten, die ich nebenbei gemacht habe. Skulpturen nämlich von Engeln und Affen, also immer metamorphotische Wesen. Komischerweise, weil ich mich so genau mit Menschen beschäftige und auch mit Körpern. Denn um Mode zu machen, muss man die Anatomie des Menschen sehr genau verstehen. Und das habe ich unterrichtet auch an der UdK. Ich habe nonstop Aktzeichnen mit Stoppuhr sogar unterrichtet, damit man schnell und intensiv sehen lernt, Proportionen begreift und so weiter. Also wie die Architektur des Körpers zu studieren, das habe ich den Studenten auch wirklich erfolgreich beigebracht. Und dann, als ich hierher kam, habe ich auch etwas, was ich in meiner Kindheit schon machte, nochmal professionalisiert. Als Kind habe ich so Steine, die so von den Dächern gefallen waren, zu Ende geschnitzt, versucht zu restaurieren. Ich versuchte auch dieses dreidimensionale Puttengesicht herzustellen, weil auf einmal ist es da, nicht wahr? Man schlägt vom Stein etwas weg und da ist das da drin gewesen. Also das Bildhauern war auch eine heimliche Leidenschaft. Da bin ich hier nachgegangen, habe aber keine Menschen dargestellt, sondern wie gesagt Engel. Ein Engel steht bei meinen Eltern auf dem Grab. Aber um zurückzukommen, ich hatte dann die Ausstellung in Venedig mit den Skulpturen und dachte auf einmal, aber ich habe doch mal Ölbilder gemalt, als ich zur Kunsthochschule ging, um mir mein Taschengeld zu verdienen. Du musst jetzt wieder malen. Und da fiel mir auf, dass ich 30 Jahre zwar große Striche, die immer frecher und immer selbstbewusster wurden, gezogen habe, aber ich habe den Pinsel mit der Ölmalerei nicht benutzt. Und mit Schweiß auf der Stirn sah ich, wie langsam das ging. Es war wirklich entsetzlich langsam. Mit der Untermalung, der Übermalung und der Lasurtechnik und den ganzen, ja. Aber ich habe es geschafft. Ein Bild schaffte ich. Und es hat das Thema Affenliebe.
Gibt es etwas, was in Potsdam Ihnen fehlt? Also ich denke jetzt mal so an Orte, wo wir uns auch schon das ein oder andere Mal gesehen haben, zum Beispiel Paris-Bar. Fehlt Ihnen sowas in Potsdam? Ja, doch, das fehlt akut. Es fehlt so ein bisschen der Meeting Point. Ja. Da, wo man halt hingeht. Früher war es das Barockoko, das ich eine Weile halten konnte. Leider gibt es diesen Punkt nicht, wo man sich trifft, wo auch ein bisschen, ich wollte mal sagen, die Öffentlichkeit wegschaut. Ja. Da, wo man eine sehr unhomogene Gesellschaft trifft, so mag ich es am allerliebsten, dass man überrascht wird von Intellektuellen, von Nicht-Intellektuellen, denn alle verschiedenen sozialen Schichten interessieren mich. Und aus allen verschiedenen Schichten hole ich meine Informationen. Ich kann noch einen kleinen Satz zum Schluss sagen, der mich so zu Hause fühlen lässt. Ich ging, wie gesagt, zur Fitness First das erste Mal, zog mich im Lockerroom aus und da sagte ein Mann zu mir, sag mal, bist du Job? Ich sagte, ja, finde ich gut. Na, also ich finde, mit dieser knappen Sprache fühlt man sich hier willkommen und das würde ich gerne öfter an einem Platz erleben. Was ist für Sie der perfekte Potsdamer Ort, Tag? Wie verbringen Sie das Wochenende? Was lieben Sie an Potsdam besonders? Also die Qual der Wahl, kann ich nur sagen, die hat man hier wirklich. Früher war es für mich ganz klar. Ich bin nach Bornstedt in die Ribbeckstraße geeilt, habe alle Bäume umarmt, die ich noch kannte, die auch immer noch dastehen. Im Juli, Juni roch es nach Lindenduft und die Bienen summten überall. Ich habe Schmetterlinge gefangen. Ich weiß ja auch noch genau, im Drachenhäuschen, das war so Ort, Destination, wo man ja mal abends sitzen wollte und ein Bier oder eine Weiße trinken wollte. Aber ich werde nie vergessen, dass im Sommer mindestens 7 Jahre lang, und meine Großmutter lebte zu der Zeit noch, auf dem Eis geschlagene Margarine thronte und obendrauf eine rohe Stachelbeere. Also es wurde sich nicht allzu viel Mühe gemacht mit dem Gast, ehrlich gesagt. Und man musste massiv improvisieren können. Und dieses Talent eben zu improvisieren, wie der Berliner sagt, aus Kacke Bonbon zu machen, oder der Amerikaner sagt, turn failure into art, mach aus einem Mangel etwas Besonderes, das habe ich hier generell gelernt. Aber dort, wo ich heute wohne, das war für mich Neuland, Niemandsland und bedrückt mich heute wegen der unglaublichen Schönheit. Denn Schönheit kann einen auch fix und fertig machen. Also muss man wohl auch hin und wieder nach Berlin, weil es ja nicht so schön ist. Danke Ihnen, dass wir hier waren. Neuland haben Sie gesagt. Also hier gibt es auch Neuland, genau gegenüber vom Stadthaus. Wenn Sie vorbeischauen wollen, liebe Zuschauer, vielleicht treffen Sie dann auch das eine oder andere Mal Wolfgang Job. Wie oft sind Sie hier? Ja, so oft es geht. Aber ich wollte gerade sagen, eben, weil doch hier gegenüber die Behörden waren und mich damals schlecht behandelten, jetzt räche ich mich mit Schönheit, Opulenz und Luxus. Nicht wahr? Man kann es auch genau umgekehrt machen. Schöner kann man es zum Schluss nicht sagen. Danke Ihnen, dass wir hier sein durften. Danke Ihnen, dass Sie dabei waren, dass Sie zugeschaut haben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, mach's gut.